Yo Leute und willkommen zur zweiten Folge von Cube World. Und ja, wir machen einfach da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo das ist. Auf jeden Fall lege ich mich erstmal pennen. Schön am Lagerfeuer und ich höre auch schon wieder irgendwas hier irgendwo rumlaufen. Ach, die Kühe. Ach, ich bin schon lange wieder voll. Ja gut, wir, genau, jetzt weiß ich nicht wieder, was wir machen wollten. Wir wollten die Kühe killen. Oh Gott! Alter, die machen aber gut Damage, du. Die muss ich aber mal schnell wegmachen. Alter, jetzt kommt noch die dritte, oder wie läuft das? Ich hoffe, wir haben... Alter, machen die Damage. Witches, helft mir. Sehr geil. Sehr geil! Wie die mit einem Schuss weggemacht haben. Möchte ich auch. So, eben schlafen gehen. Ich muss unbedingt mal eine Höhle finden, damit ich mir so Eisen und so holen kann und mir hinterher so ein Schwert oder sowas bauen kann im Dorf. Haben wir hier irgendwo ein Dorf? Da hinten ist ein Dorf. Und da sind die bösen Berge. Festung. Ey, komm, die fünf Leben, ey. So, fertig. Jetzt noch eben die andere Kuh wegsnacken. Für ein wenig XP. Zack. Bum, 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 bum. Alter, wie die reinhauen, die Kühe. Und ich brauche immer so ewig, bis ich sie wieder schlagen kann. Jetzt kriegt die hier aus dem Maul. Leute. Gib ihr. Los. Alter, wie die reinhauen, die Kühe, ey. Wenn so Kühe im echten Leben wären, wäre das aber schlimm. Gehen wir direkt nochmal pennen, Leute. Einfach mit dem Gesicht schön aufs Bett klatschen. Da sind schon wieder die Hexen. Talken. Dankeschön. Ja, ich mag meinen Namen auch. Ja, ich bin ein Adventurer und jetzt will ich die letzte. Ah, die kann ich nicht mehr. Lol, ich schlafe immer viel zu lange, da geht die Zeit viel zu schnell um. Und bald ist schon Nacht. Ginseng! Haben wir eine. Dann mache ich mal Ginseng Potion, ja. Leute. Zack. Ich weiß noch nicht ganz, wie das hier mit dem Auswählen funktioniert. So, nee. Weiß ich noch nicht so ganz. Nee, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich würde sagen, wir töten das da. Ja, das werden wir nicht schaffen, aber wir versuchen es. Komm her! LOL, Magier! Aua! Okay. Jetzt kassiert er. Aua! Junge, der macht richtig Damage. Der macht richtig... Jetzt ist er tot. Alter, wie viel haben wir denn bekommen? Einmal so einen komischen Zauberstab. Wusste er was? Ach, da unten sehe ich es ja auch, genau. 15 Kupfer. Okay. Ist doch nice. Ja, dann halt so. So, dann gib mir nochmal solche Rose. What the fuck, wie sah denn das aus? Krass, Digga. Und nochmal ganz kurz pennen gehen. Dum di dum di dum di dum. Sleep. Alter, ich höre schon wieder irgendwas. Und da sind wir auch schon. Noch nicht fertig. Jetzt sind wir fertig gehalten. Gut, es ist 15 Uhr. Sieht man oben rechts übrigens. Auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Aber ich kann die Luftfeuchtigkeit nicht lesen. Irgendwie 53% oder so. Da ist nämlich meine FPS-Anzeige drüber. Von Fraps. Okay.
Wir sind an der Spitze der Nahrungskette und an der Spitze des Berges. Ich glaube, wir sollten hier nicht runterspringen, oder Leute? Oder? YOLO! Hat alles funktioniert, aber hier springen wir besser nicht runter. Jetzt müssen wir uns nochmal pennen legen. Ach komm schon, hier. Aua. Hier im Berg muss doch irgendwo eine Höhle sein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss mal Eisen oder Silber für einen Gleiter und so alles. Sowas muss ich mal finden. Kotten für eine Rüstung und hier ist eine Höhle. Lampe. Ich hoffe mal, das war nicht die, in der wir schon waren. Wobei es ganz danach aussieht. Ach komm schon. Ja, da ist auch immer noch die Katze. Boah, komm, du kannst gar nichts, Kollege. Schlechter als Kühe. Lol. Die gibt auch nur ein XP. Ich will da jetzt hoch. Erstmal die Lampe wieder ausmachen hier. Torben sprintet den Berg hoch. Ne, und auf der anderen Seite geht's wieder runter. Scheiße, ey. Lol. Guck mal da unten. Was ist das? Liebe Untote. Ach so, die haben wir ja schon oft gesehen. Hallo, hallo, hallo. Das weiß ich aber auch alles selbst, aber ich habe nicht gelesen, was du gesagt hast. Ja, das hilft mir sehr viel. The weather is nice. Das ist ein Scoop. Ja, ich glaube, ich mache mich mal auf dem Weg ins Dorf, obwohl ich kein Eisen habe. Aber dann kann ich mir immer eine Rüstung kaufen und so. Also gehen wir jetzt mal ganz langsam in Richtung Dorf. Der ist ja nicht weit entfernt, das Dörfchen. Da ist auch schon der Weg und wir müssen uns einfach nur noch an dem Weg halten. Das Lager steht hier so gar nicht im Weg. So würde jeder campen in der Wildnis. Direkt auf dem Weg. Läuft. Alter. Wir gucken natürlich noch nach Höhlen, ne? Das geht ja wohl klar hier. Alter, ich brauche hier schon eine Lampe. Alter, ich bin so dämlich, ich habe mein ganzes Leben verloren, weil ich von diesen Felsen gefallen bin. Jetzt kommen da so blöde Hexen, ey, die sehen mich aber nicht. Geil, oh. Was ist denn das für ein Berg? Ja, super, Alter. Wie soll ich denn da hoch? Mein Stamina, ich habe noch nicht so viel Stamina wie in meiner. Boah, Tom, du bist genial. Du kannst doch einfach so da hoch. Oh mein Gott, Alter. Aber es gibt da noch wesentlich höhere Berge hier in Cube World, von dem man dann mit Gleitern runterspringen kann, was richtig geil ist. Im Dorf findet man aber viele Sachen, das ist ganz praktisch. Deswegen machen wir uns da auf den Weg. Wir laufen ja noch in die richtige Richtung. Nein, tun wir nicht. Wir müssen so laufen. Durch den Wald. Oh, da ist auch noch ein Scrub. Dankeschön, liebe Scrub. So. Und da ist auch schon das erste Haus vom Dorf. Sehr gut. Sehr gut. Oh yeah. Lens of Sailor. Und wie heißt das Dörfchen hier? Achso. Lens of Sailor Adventure ist. Kürbisse einsammeln, 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 einsammeln.
Dann nehmen wir so viele mit, bis wir das Inventar an Kürbissen voll haben. Also man kann nur pro Item 50 Stück mitnehmen. Und aus diesen Kürbissen kann man dann Kürbissuppen oder sowas machen. Und deswegen, und die heilen dann auch Leben, zwar nicht so viele wie so ein Trank, aber der ist wesentlich einfacher zu machen, die Kürbissuppe. Und deswegen gönne ich mir hier mal ein bisschen. Alter, das fällt es danach aber auch gut ab. Ah, jetzt sind wir voll, wie ihr seht. You can't carry more of this item. Dann haben wir jetzt 50 Kürbisse. Da, jawohl. Gut. Dann gucken wir mal da rein. Da ist die Tür. Was gibt's denn hier? Ist das hier nur der Bedroom? Dann können, ja, genau, dann können wir hier mal kurz schlafen gehen und unser Leben auffallen. Ich habe das Gefühl, es wird auch langsam dunkel. Also zumindest dunkler. Na, ja, mal gucken. Wo ging es denn jetzt hier raus? Da, ne? Ja. Die machen wir natürlich wieder zu. Ne, es geht noch so. Dann gehen wir mal da hinten hin. Ich will in den Handelsdistrikt. Ne, zuerst muss ich in den Crafting-Distrikt. Und danach in den Handel. Ne. Ach, egal. Katze. Ja gut, die gehört schon hier einem. Gut, dann gibt's hier was für Bogenschützen zu trainieren. Das ist auch nicht für mich, glaube ich. Nee, das ist für Magier. So, hier ist der Trade, also der Handels. Das sieht mir nach Rüstung hier aus. Mal gucken, was die hier so wollen. Alter, wie viel die einfach nur wollen. Man braucht Power 5, ich habe Power 1. Das geht nicht, Leute. Ich brauche noch 2 EPs, dann bin ich im nächsten Level. XPs natürlich. Da ist wieder für den Magier da. Was ist das für ein Teil? Er sollte eine Kirche darstellen? Open. Open. Oh, der hat eine Quest. Ja, dann. Dann. Ja, wie soll ich das jetzt mit dem machen, hä? Muss ich dem da irgendwas. What the fuck? Ach so, okay. Das war nur die Wand. Alles gut. Ich glaube, das hier ist mein Trainer. Oder da? I don't know. Ah! Der hat einen Affen als Haustier. Nein, du bist mein Trainer. Du hast ein viel größeres Schwert. Und was soll ich jetzt hier machen? Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufsteigen. Hier ist der geile Waffenshop. Mal sehen, ob ich mir da was Besseres als diesen Holzstamm kaufen kann. Magier, 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 Ranger, Power 5 natürlich. Und 44 Kopper, also tschüss. Ich will in den verdammten Crafting District. Sheep gehört natürlich. Ah, Crafting District, geil. Gut, jetzt brauche ich diese Nähmaschine, damit ich da dieses. Diese, wisst schon, ne? Diese Pflanze, wie heißt sie denn jetzt gleich? Ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist, wo ist die? Oh, Pilz. Pilz mitnehmen. Was ist das denn? Ananas! Daraus kann man sich nämlich, daraus kann man sich nämlich auch Ananas-Scheiben machen und die füllen auch Leben auf.
Also nehmen wir da, gönnen wir uns da auch mal 50 Stück von. Ich schätze mal, die haben nichts dagegen hier. Oh, jetzt sind wir im Pet District. Oh Gott, Alter. So, jetzt sind wir wieder im Crafting. Ja, komm, her damit. So, dann sind wir auch voll mit Ananas. There is nothing special. Alter. Ed leckt gerade ein bisschen. Ja, wo ist denn jetzt da hinten? Das ist mein Haus, glaube ich. Ne, ich glaube, das ist für Holz. Aber dann können wir uns auch Holz machen. Ja, geil. Einfach mal dahin rennen. Genau. Da können wir uns Holz zersägen. Nämlich müssen wir dafür... Da müssen wir nämlich... Das ist viel schlechter. Ich will einfach nur mein Holz zersägen. Ja, ich... Oh, Tom, du bist so dämlich. Wo war es denn jetzt? Hier. Wood Cube. Alter. Tom, bist du dämlich. Das habe ich doch schon so oft gemacht. Daraus machen wir uns jetzt Holzwürfel. Genau. Und dann sind wir hier fertig. Und dann geht's jetzt weiter. Ich suche die Nähmaschine. Damit ich meine Rüstung nähen kann. Ja, jetzt bin ich wieder in Sela City. Da sind noch mehr Ananasfelder. Alter, voll geil, das Dorf. Kriegt man voll viel Nahrung. Und so. Ja gut, aber da geht's doch jetzt wieder in den... Ah, was ist denn das? Das ist hier der Amboss. Nein. What? Weapon Customization. Das ist hier nämlich der Ofen. Hier kann man Silber und so schmelzen, aber ich habe ja gar nichts. Und hier ist der Amboss. Ja. Okay, das habe ich nämlich auch schon oft benutzt. Kann man sich richtig geile Waffen zusammenschmieden, wenn man denn genug Eisen oder Silber oder was auch immer hat. So, genau, hier ist die Nähmaschine. Aber wo ist die beschissene Blume? Diese Kottenpflanze. Nein. Ja doch, die Kottenpflanze. Nein, warte mal, ich glaube... ich glaube... Da muss ich hin. Tom, you are so silly. This is the right... Machine. Ich finde den Scheiß trotzdem nicht, ja? Hallo? Ich hatte von noch voll viel, oder? Hier, Kottenkapsel. Und die muss ich normalerweise hiermit so kaputt machen. Ich klopp dich tot. Hä, hey, Digga, ich verstehe das gar nicht. Naja, Leute, ist ja auch egal, wie ich das herausfinde. Also, was ich eigentlich schon total oft gemacht habe, aber was ich gerade nicht verstehe. Seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Guckt auch mal bei unserem Gewinnspielvideo vorbei. Bei 200 Abonnenten machen wir Gewinnspiel. Alles da drin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Über Kritik in den Kommentaren und Vorschläge und bla bla bla. Alles auch.
Also gebt dem Video einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.